Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir befinden uns in unserem Hauswirtschaftsraum. Und ich wollte heute meinen Kleiderschrank ausmisten. Mache ich jetzt gleich direkt, der Kleine schläft. Die ganze Schwangerschaftsmode oder die T-Shirts, die einfach zu groß sind, die ich nur für die Schwangerschaft benutzt habe, werden aussortiert und ins Zentrum gebracht für alleinerziehende Mamis. Da spenden wir sehr viel hin. Und auch an die Obdachlosen, da gibt es auch eine Abgabestelle, die brauchen auch unbedingt Kleidung. Kamera ist ein bisschen schief. Genau, ich werde heute filmen, ich werde die nächsten Tage auch noch für euch filmen. Ich dachte mir, ich mache einfach mal so einen Vlog über mehrere Tage mit kleinen Ausschnitten. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob euch das gefällt oder ob ihr lieber immer nur einen Tag zusammengefasst sehen wollt. Weil ich merke, dass ich aktuell vielleicht nur ein, zwei Videos die Woche schaffe und nicht die gefühlten drei Videos, die ich immer gemacht habe. Und ich dachte mir, wenn ich mehr zusammenschneide, kommen vielleicht öfters Videos. Probieren wir das einfach mal. Das liegt einfach daran, dass Ben noch so klein ist und ich weniger zum Film komme, weil er einfach viel Zeit fordert, ne? Wir waren gestern bei Leonas Schulfreundin eingeladen. Es war echt ein schöner Abend. Die Kinder waren im Pool, die Eltern haben gesnackt und viel gequatscht. Deswegen stehen hier noch die Badesachen. Ich muss Klopapier kaufen, sehe ich gerade. Und ich habe hier... Nee, wo sind denn hier die Müllsäcke? Sagt nicht, die sind leer. Hier ist immer so Vernichtungszeug und Hundepflegesachen. Hier sind Säcke. Ich brauche große schwarze Säcke. Nee, ich bin klein. Dann sind die so schwer. Ich habe euch noch nie eine Tour hier gemacht, ne? Wie es hier bei mir aussieht, in meinem Hauswirtschaftsraum. Ist für mich auf jeden Fall einer der wichtigsten Räume, um Sauberkeit zu haben. Oh, ich bin überall wie die Spucke. Tut mir so leid, ich habe es noch nicht geschafft, mich umzuziehen. Bei 5 Kindern hat man keine Zeit mehr für sich selbst oder wenig. Und ich habe jetzt den Kindern gesagt, wenn der Kleine wach wird, dann sollen die mich rufen. Das machen die auch. Kinder spielen oben, sind zu Hause, sind ja noch Ferien und heute ist Wochenende. Der Schrank platzt aus allen Nähten wieder. Es ist einfach unten auch viel zu voll. Und ich muss auch ein paar Sachen anprobieren. Die Latzhosen hatte ich mir überlegt, die werde ich einlagern, die ich in der Schwangerschaft anhatte. Ihr kennt die alle, ne? Für die Kinder, wenn ich Gartenarbeit mache, sind die echt praktische Latzhosen. Aber die werde ich so jetzt nicht mehr tragen. Ein wunderschönes Kleid, was ich sehr gerne getragen habe in der Schwangerschaft. Aber ich habe es anprobiert ohne Babybauch und es ist einfach zwei Nummern zu groß. Deswegen darf sich da jetzt jemand anderes drüber freuen. Ich habe es sehr gerne getragen. Ja, aber ich bin nicht so ein Mensch, der Kleidungsstücke aufbewahrt als Erinnerung. Dann soll das jemand anderes lieber anziehen und damit Freude haben. Deswegen kommt das weg. Meine geliebten Umstandshosen, das war mit die gemütlichste Umstandshose. Aber das Bauchbündchen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das geht dann auch an eine andere Mami. Übrigens, Alex mäht den Rasen draußen. Alle Leggings, außer meine Lulun-Leggings, werden jetzt aussortiert. Viele waren von H&M. Und jetzt kommen wieder die hübschen Dinge in den Kleiderschrank. Ich zeige euch das mal. Ich gehe durchs Bad hinten. Alex, sag mal. Da ist er. Hört mich nicht. Hier ist hier der Rasen, der musste unbedingt geschnitten werden. Wir haben hier Basketball für Leona und Dart spielen wir auch gerne. Ganz fleißig. Schon wieder voll. Aber es ist echt nicht viel, ne? Wenn man überlegt, was wir nachher an der Kita machen müssen, ist das echt wenig. Und hier hinten ist unser wunderschönes Beet. Und ich muss jetzt mal hier nachher auch die ganzen Sachen abhängen. Richtig schöner Platz hinten, um Wäsche zu waschen und zu trocknen. Ich gehe wieder rein. Hier ist noch mein Wochenbettwägelchen. Das müssen wir unbedingt mal hier rausstellen. Da haben wir einfach jetzt als Ablage benutzt. Brauchen wir gar nicht. So, das muss ich noch in den Schrank unten reinsortieren.
Ich habe jetzt hier alles fertig. Oben sind Wandersachen und Sportsachen, die ich bald auch wieder brauche für den Beckenbodentraining. Das Beckenbodentraining. Zwei Säcke aussortiert. Und ich habe jetzt hier deutlich mehr Platz, weil ich auch halt alle Latzhosen aussortiert habe. Das sind die hier aus meiner Schwangerschaft. Und die trage ich wahrscheinlich dann erst wieder, wenn ich an der Kindergartenarbeit mache. Dafür finde ich die super praktisch, dann können die dreckig werden. Die lagere ich jetzt erstmal oben im Schrank. Vermutlich da oben bei Ben, bei den Babysachen. Geschafft! Es sind 3,5 Säcke geworden. Ich habe noch so kleine Babykleidung aussortiert. Da sind noch die Bügel, die muss ich noch in den Keller bringen. Und ich habe hier noch einen Sack am Arm hängen mit Müll. So alte Socken, Unterwäsche, was man so aussortiert, was man nicht mehr spendet. Trage ich jetzt gleich alles weg. Dann muss ich mich auch mal fertig machen. Ein bisschen wenigstens. Bald hat Bruno wieder seinen Friseurtermin. Und wir benutzen jetzt schon, schaut mal, die Zweierwindeln. Die passen besser als die Newborn-Windeln. Ach ja, muss ich hier gleich auch mal auffüllen. Super. Die Termine genommen. Ich habe auch Müll gemacht. Super. Frühstück muss ich abräumen, ist eine Katastrophe. Und wir haben wieder bestellt, regionales Gemüse und Obst, was es da so gibt. Auch mit frischem Honig. Okay. So, Alex fährt jetzt Leona abholen, die hat bei der Freundin geschlafen, fährt zu Kinta, da wässern, weil am Wochenende da kein Helfer ist, um ein bisschen Gemüse und Obst mitzukümmern. Das auch gemacht werden und Alex bringt die Gartengeräte zurück, die wir uns halt aus der Kinta ausgeborgt haben. Stehen immer alle da, weil wir hier keinen Platz haben. Und ich räume jetzt gerade mal das Frühstück ab. Einige Sachen, die wir nochmal benutzen können für später. Ich habe das gestern ausgepackt. Wo? Auf den Schreibtisch. Noch hier ein bisschen Wassermelone. Und ich habe heute Morgen Pfannkuchen gemacht. Die kann man heute Abend nochmal essen oder auch super in Suppe. Erstmal alles rüber in die Küche. Nein. Ich habe mir heute scharfes Rührei mit Tomate gemacht und frischer Chili aus unserem Garten. Die musste ich nämlich auch mal aufbrauchen. Da habe ich einfach mal nach Rezepten geguckt. Und bald kommt endlich meine Amazon-Bestellung. Ich habe nämlich viele Küchenutensilien gekauft für Aufbewahrung und Organisation. Und dann nehme ich euch mit, wenn ich meine Küche optimiere. Ich möchte nie sagen, dass wir ein kleines Haus haben, weil ich einfach super dankbar bin. Und diese 140 Quadratmeter auf 2 Etagen sind, glaube ich, völlig ausreichend. Und die meisten Familien leben zu klein, auf kleineren Raum. Aber dadurch habe ich definitiv die letzten 1,5 Jahre gelernt, wie man aus wenig Platz viel rausholt. Die Küche ist trotzdem noch ausbaufähig, genauso wie Schränke. Und das wollte ich jetzt einfach mal die nächsten Wochen in Angriff nehmen, weil ich noch nicht so viel arbeite, dass ich da auf jeden Fall auch vermehrt Zeit für habe. Dass ich das noch schaffe, irgendwie tagsüber. Weil das ist das, was immer stört, wenn alles länger dauert, man nichts findet oder alles vollgestopft ist. So wie hier, das ist einfach super hässlich, ne? Wenn hier so Sachen rumliegen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Fläschchen. Das ist einfach für uns die perfekte Alternative. Stillen und Flasche. Da kann Alex auch mal übernehmen. Vor allen Dingen möchte ich ja auch noch Zeit haben für die anderen 4 Kinder, die auch viel Zeit einfordern. Das geht einfach so für mich am besten. Hat ja schon mal geschafft, das ist immer wichtig. Nicht, dass man da einfach zukommt. Und die Schränke sind auch so vollgestopft. Das könnte man auch mal besser organisieren. Aber es gibt immer was zu tun. Da gibt es ein Küchenvideo auf jeden Fall. Ich räume jetzt erstmal das restliche Geschirr ein vom Frühstück und dann schmeiße ich die auch schon mal an. Morgens nach dem Frühstück dürfen die Mäuse ruhig mal ein bisschen Tablet spielen. Spielen, Lernspiele und so. Keine Videos oder so. Außer es ist eine Tierdoku oder so auf Netflix, Dokumentation, das dürfen die auch. Und jetzt habe ich gerade gesagt, los, macht euch mal frisch, Zähne putzen, anziehen. Jetzt sind die direkt wieder rausgelaufen auf Trampolin, weil so schafft man morgens mehr. Und in den Ferien ist es wirklich in Ordnung. Das ist noch von gestern Abend, das können wir heute noch essen. Einfach so eine Gemüsepfanne. Wegen den Ameisenproblem sind Mikrowelle und Backofen immer gut, um Sachen vor Ameisen zu schützen. Ein bisschen habe ich schon geschafft. Was nicht reingepasst hat, stelle ich immer in die Spüle, dann sieht die Küche allgemein besser aus. Kann man Pauline auch ausmachen? Ja, du bitte auch ausmachen.
kannst draußen spielen. Ich habe jetzt einfach mal eine größere Kiste genommen. Ja. Okay, danke schön, Schatz. Hat alles gemacht. Die bewahren wir immer, die geben wir zurück zur Kita. Da kann er neue Eier reinmachen. Okay. Ja, kannst auf Trampolin gehen. Und ich packe das jetzt aus und diese Boxen gehen natürlich auch wieder zurück. Du kannst gucken, ob die Mango schon fertig ist, Schatz. Ich glaube, die sind noch zu hart, oder? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Banane? Nein. Die sehen gut aus. Ich hatte gerade gegessen. Du hast schon eine gegessen. Dann haben wir noch kleine Zitronen. Brauchen wir immer für was die Zitronen wieder? Zitronensaft. Ja, wir machen morgens immer warmen Zitronensaft mit Honig, ne? Ja. Haben wir da neuen Honig? Neue Pflaumen, gelbe. Mama, ja. Wir sind alle faul. Wir sind alle faul. Wir hatten gestern im Pool. Aber müssen die nochmal duschen? Wir gehen gleich im Pool. Ja, nach dem Pool müssen wir immer duschen, darum. Aber müssen wir jetzt duschen? Nein, jetzt müsst ihr nicht. Nein, nach dem Pool. Nach dem Pool, ne? Warte, guck mal, alle Tattoos und Arme sind weg. Sehr gut, die haben sich so gut Tattoos gemacht. Aber bei den Beinen ist noch das. Ich will Mango. Mama, haben wir noch Pfannkuchen? Ich habe einmal Minze und Zitronenmelisse. Aus Zitronenmelisse machen wir immer ein Beruhigungstee am Abend. Minze brauchen wir so auch für Säfte. Minze schmeckt nach Kaugummi. Probier. Kräuterkunde. Könnt ihr kauen, das schmeckt wie Zahnpasta, ne? So. Ist nicht gut. Riecht gut, ne? Den Rest. Ich will das in meinem Buch kleben. Ich habe mal auf Amazon so ein Kräuterfrischhalte-Ding bestellt. Und die Tomaten müssen auch ein Kühlschrank. Ich mache heute rote Beete. Ja, Tomaten. Ich mache heute rote Beete-Salat. Das wird krass an unserer Kita, weil wir selbst anbauen. Natürlich nicht alles, aber vieles. Das ist natürlich nochmal extra Arbeit, aber es macht so viel Spaß. Ich will auch helfen. Sehr gut, willst helfen zu pflücken. Die Tomaten! Hat man das gehört? Friedi will helfen. Die helfen immer schon, wenn wir unsere Kinder sind, dass die ein bisschen Garten machen, die fegen. Mais haben wir auch für heute. Hier Maiskolben. Die mache ich mit Zucker, ne? So, die das Mais auch. Den müssen wir aber noch schälen, den Mais. Meine rote Beete kocht jetzt mit Schale. Gut 40, 60 Minuten, muss man testen. Und ich wasche jetzt auch mal gerade hier durch, das ist dreckig. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen hier aussortiert. Hier oben sortiere ich jetzt auch noch aus. Diese großen Töpfe, Hotpot-Töpfe, benutzen wir meistens nur einmal im Monat. Und dann holen wir die lieber aus dem Keller raus und ich habe mehr Platz in meinen Schränken. Genauso wie den Wok. Ich mache eigentlich meistens alles in so einer Standardpfanne. Deswegen stelle ich das jetzt mal in den Keller. Und das ist auch echt schlimm, so geht es mir immer. Solange er schläft, könnte ich mich ja ausruhen. Aber nein, jetzt fange ich an, meine Küche auszusortieren. Weil ich dann weiß, wenn er wach ist, schaffe ich das nicht mehr. Dann will ich mich komplett auf ihn konzentrieren. Ich schaue jetzt einfach mal wirklich, was ich oft nicht benutze. Und das kommt dann halt einfach raus. Wobei ich glaube, alles hiervon brauche. Ah, ist nicht einfach. Dann setze ich mich doch mal kurz aufs Sofa und beantworte eure Kommentare unter dem neuen Video. Das kann ich noch machen, dafür habe ich dann noch Zeit. Ich habe hier wirklich Stunden verbracht, das ist übrigens ein Fischfiletiermesser. Ich habe hier Stunden mit verbracht, viel mal geärgert, wie voll es ist, dann rutscht das hier raus, fällt auf den Boden. Das ist jetzt schon erledigt. Das brauche ich auch öfters, aber es kann einfach hier unten zu. Das sind dann nämlich solche Systeme, wo man die Pfannen auch reinstellen kann. Dann hat man auch mal Platz gespart. Und hier ist auch mal alles voll. Aber es liegt an den Küchengeräten. So, ich beantworte jetzt erstmal eure Kommentare und Benni ist wach. Perfekt. Mein kleiner Schatz wurde gestillt und ich habe ihn jetzt mal ein bisschen ins Bettchen gelegt, aber auf Bauchlage. Ich habe dann immer noch eine Mullwindel drunter, damit er sich nicht zu sehr auf den Bauch dreht wegen der Atmung. Da ist der kleine Schatz. Entspannt ein bisschen. Ich habe die gekocht und auch schon geschält. Das mache ich immer mit der Hand. Das klappt super einfach. Sieht das Ganze aus. Alex ist gerade an der Kita und wässert unser Gemüse. Dann kommen noch saure Gurken rein, Salz und Pfeffer.
Und ich mache immer noch gerne einen Apfel rein. Habe ich leider heute nicht. Aber ist okay. Und wir haben wieder neue Brokkolisprossen aufgesetzt. Ich setze euch gerne mal alle Infos dazu in die Infobox, falls ihr euch auch mal Sprossen anzüchten wollt. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Küche. Ganz frisch. Wie spät haben wir? 7:55 Uhr. Kaffee kocht, wir frühstücken jetzt. Und dann starten wir wieder in die neue Woche. Alex fährt zur Baustelle, bringt noch heute die Kinder weg. Pauline und Frieda bleiben hier. Aber die wollten heute in den Vogelpark. Und ich mache gerade hier für Luna und für mich Chiasamen-Pudding. Sehr gesund und geht super schnell. Einfach Chiasamen in ein Glas, Milch. Am besten schmeckt Hafermilch oder so, aber habe ich nicht, deswegen nehme ich normale Milch. Dann muss der in den Kühlschrank und dann wird das mit Pudding. Ich koche gerade Eier. Ich schieße das Ganze ein ganz bisschen. Alex hat sich hier einen Tee gekocht mit verschiedenen frischen Kräutern. Ich weiß gar nicht genau, was drin ist. Fenchel, glaube ich, Kreuzkümmel. Und dann koche ich uns Eier zum Frühstück, aber Alex möchte auch Eier mitnehmen. Auf die Arbeit. Und das Volk 1 ist ganz klein. Dann mache ich uns jetzt aber noch ein Omelette. Nein, bringt sie nicht dazu, Kaffee zu trinken. Voll praktisch so Spender hier. Setzt ihr euch in die Infobox. Das spart Öl und Kalorien. Einfach die Eier nur gesalzen, gehen dann so gleich rein mit unseren Sprossen, Brokkolisprossen, und ich habe noch Honig, ein bisschen, für die Kinder. Ich muss spätestens morgen auf jeden Fall einkaufen. Ich habe jetzt hier noch eine Packung Käse, Hummus aufs Brot, ist auch sehr gesund. Unsere Brokkolisprossen sind ready. Ich habe hier noch ein bisschen deutschen Camembert tatsächlich. Kräuter, Frischkäse, Gurke, gestern noch Tomaten. Ja, aber Gurke, bitte. Komm, bleib rein. Yummy. Gurkensticks. Lecker. Und wir kriegen bald ein Kressebrett. Dann können wir auch Kresse drauf machen. Das ist voll lecker. Jetzt so wieder wie in den Ernst drauf machen. Richtig schön. Sieht gut aus. Richtig drauf. Ich bereite jetzt gerade Alex Essen für die Baustelle vor. Ich habe ihm jetzt hier die Tomaten eingepackt, die restlichen, und zwei Eier gekochte. Und rote Beete von gestern noch. Die muss weg, den Rest dresse ich mittags. Ich habe hier noch einen Tomate-Gurke-Salat, die hättest du auch noch mitnehmen können. Gebe ich ihm noch mit für die Eierschaften, Senf und Remoulade. Was kann er eigentlich an der Baustelle lassen? Dann Hunde füttern, wie jeden Morgen. Und da gibt es aktuell von Dogs & Tiger das Unschuldslamm, Lamm mit Gemüse. Ab und zu natürlich auch unsere gefriergetrockneten Snacks. Ohne Zucker, ohne Getreide. Ich muss mich auch unbedingt hier mal aufräumen. Das ist leer. Hier liegen einfach irgendwelche Taschen rum vom Wochenende, die wir gebraucht haben. Heute ist Spielzeugtag im Kindergarten, aber deswegen darf Moritz Spielsachen mitnehmen. Und dann ist das nachher so groß wie du. Ja, gefühlt jetzt wieder Abwasch und so und aufräumen, ne? Ich habe einiges an Aufbewahrungsdosen leer gemacht gerade. Was wir aufgebraucht haben. Cornflakes sind jetzt aufgebraucht. Wollen wir nicht mehr nachkaufen. Aber wir haben Haferflocken und so gesunde Sachen. Da hätten es noch Buchstabennudeln. Ich wollte jetzt hier auch mal durchwischen. Einmal nur auch zwischendurch natürlich die Regale sauber machen. Ich will mal gerade das Sojagespritzelte aus. Da ist auch hier. Und auch noch. Hier Doku gucken. Lustige Tiere. Lustige Tiere. Ja, dann nur die Fernsehen. Ah, Anna, die wilden Tiere finde ich richtig toll. Axelotl! Axelotl! Ja, dann mach das mal an. Bist hier noch Reiswaffeln gefunden im Schrank? Die sind noch gut. Unser Brot, ein paar Cracker. Nudeln habe ich auch reduziert, weil ich das unten eingeräumt habe. Ich habe mich mal kurz umgezogen. Einlagen rein und was? Du bist auch angezogen. Ich wollte jetzt mal einen Basteltisch vorbereiten und einfach so ein bisschen Aktivität hier
auf dem Esszimmertisch bringen für die Mädchen. Aber erstmal muss ich den Tisch noch abräumen. Ich habe mich erstmal fertig gemacht, damit ich das schon mal geschafft habe. Frieda guckt gerade noch eine Serie über Hasen. Wir wollen nämlich auch in der Kita Hasen haben. Da müssen wir auch einen Stall für bauen, ne? Weil die, die man so kaufen kann, sind deutlich zu klein. Und dann zwei, drei Stück. Leben hier immer gerne zusammen. Ich baute ein. Ja, aber jeder Einkaninchen, das ist ja viel zu viel. Zwei, drei Stück, ne? Und jeder darf sich ein Ei aussuchen, weil wir dann auch Küken bekommen wollen, ne? Damit wir keine Eier mehr kaufen müssen und selber Eier zu Hause haben, da weiß ich auch, was drin ist. Aber wir haben halt einen hohen Eierkonsum. Letztens haben die Kinder hier schon so coole Flaschen gebastelt. Hier müssen wir unbedingt noch mit Heißkleber zumachen. Wir haben hier noch so coole Sticker und so. Opa, uiuiui. Zwischendurch könnte man die auch mal waschen. Kam ich noch nicht zu. Habt ihr Lust auf Salzteig machen? Was ist Salzteig? Das kennt ihr doch, dann wird das hart im Backofen, dann kann man das anmalen. Ah ja! Figuren machen. Ich habe aber auch noch ein paar Farben über von dem Bastelset von Flying Tiger. Stickers. Das sind so schöne Acrylfarben, kann ich aber schon fast teilweise wieder neu kaufen. Also ich habe jetzt nicht mehr so viel Mehl, ich habe aber noch Vollkornmehl. Und das werde ich jetzt einfach mal versuchen, ob das funktioniert. Super. Das darf okay. Den Rest mache ich einen Salzstreuer, der ist nämlich auch schon fast leer. Super. Ja. Das Mehl war auch abgelaufen, das ist perfekt. Alles? Noch zu benutzen. Alles rein. Und jetzt noch eine Tasse Wasser. Und ein bisschen Öl. Ist du Wasser mit Öl rein? Eine volle Tasse? Ja. Frieda ist ein bisschen erkältet. Aus, Mama, du brauchst jetzt alles. Ich habe heute Morgen Eier gekocht und das Wasser kannst du jetzt unserer Pflanze geben. Kannst du da hinten mal gießen, ja? Super. Sie ist süß mit ihrem kleinen Bademantel. Der ist eigentlich schon viel zu klein, aber sie kann den nicht weggeben. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich gebe das Mehl immer zum Bestäuben in eine Schale, damit die nicht so viel benutzen. Als wenn ich die ganze Tüte hinstelle. Ich habe jetzt gleich nochmal einen Bio-Einkauf für euch. Das habe ich gerade online bestellt, weil ich keine Zeit habe, rauszufahren. Jetzt ist das eine gute Masse. Eine mehr Mehl gebraucht. So, die Hälfte durchschneiden. Du kannst das mal zünden. Einmal Pauline und einmal Frieda. Ich räume mich noch gleich mal ein Horn hier ein. Ich habe einmal getrocknete Tomaten mitgenommen. Dann sauteuer, aber super gesund. Bienenpollen, Kokosblüten, Zucker. Gesünder als der Industriezucker. Quinoa für Leona. Ich mache da auch gerne Chili con Quinoa oder Salate oder Falafel drauf. Dann ein Pfefferminzöl. Das brauche ich einfach medizinisch bei Kopfschmerzen. Genau, bei Gelenkschmerzen, wenn Alex jetzt auf der Baustelle ist. Vanillejoghurt und Pfirsichjoghurt Bio. Für auf den Joghurt, das ist Quinoa, aber als Puffreis. Das ist super crunchy, das ist lecker. Und nochmal ein Kefir im Glas für Alex. Nicht günstig, aber zwischendurch gönnen wir uns dann mal. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war's erstmal an dieser Stelle. Die Kleinen, genau, machen jetzt ihre Salzteig, dann malen wir das an, dann geht's in den Backofen. Und später gehen wir noch raus. Nein, nein, nicht im Backofen. Doch, das muss ja trocknen, hart nein, werden. Dann malen wir an. Trocknen und dann anmalen. Ja. Das ist im Backofen. Dann genau. Anmalen. Und nicht anmalen. Ich würde sagen, bis ganz bald. Ciao, ciao.